ohne permanent Make-up in deinem Studio verpasst du die größte Chance in der Beauty-Branche. Das Permanent Make-up von heute ist definitiv ein anderes als das von vor 20 Jahren mit den dicken Balken im Gesicht. Also, pass auf, du solltest dich unbedingt mit Permanent Make-up auseinandersetzen, denn das ist total salonfähig geworden und überhaupt nicht mehr so dominant im Gesicht. Die Permanent Make-ups von heute erzählen ja eine ganz natürliche Unterstreichung des ungeschminkten Zustands, einfach im Gesicht angezogen zu sein. Wenn du das in dein Institut bringst, dann hast du absolut eine Steilvorlage, deine Zeit zu viel höheren Preisen zu vermarkten, als du das nur bei einer Fußpflege tust. Ja? Also verstehe mich nicht falsch, Fußpflegen sind unbedingt wichtig, aber permanent Make-up kriegst du einfach mehr Kohle in die Kasse. Also warum nicht starten damit? Und wie du das machst, erkläre ich dir in diesem Video. Ich gebe dir hier meinen Arbeitsplan. Wenn du Permanent Make-up in der Grundausbildung gelernt hast, dann gehe und schau, dass du innerhalb der 72 Stunden danach, nach dieser Ausbildung, sofort weiterarbeitest. Das muss gar nicht ein ganzes Gesicht, ein lebendes Objekt sein, aber hol dir deine Maschine raus und übe jeden Tag 2 Stunden. Das ist das Gesetz der Minimalkonstanz und du musst nicht einfach an einem Tag 8 Stunden üben oder eine Schulung hinter dir haben, sondern danach immer kontinuierlich kleine Einheiten machen, sodass deine Handschrift einfach feiner und feiner wird. Ja? Und dann ist es so, dass wenn ich mir Fotos anschaue von meinem Permanent Make-up, was ich zuerst gemacht habe vor 10 Jahren und das Permanent Make-up, was ich heute mache, das sind auch Welten. Du entwickelst dich immer weiter. Also befreie dich von dem Gedanken, schon perfekt anfangen zu müssen. Ja? Und die Kunden, die sind auf deiner Seite und du wirst aus keiner Schulung so unperfekt rauslaufen, dass du völligen Humbug und Verstümmelungen anstellst. Befreie dich also davon. Und deswegen jeden Tag 2 Stunden üben und dann hast du ein bisschen Marketing dahinter. Wie kannst du das machen? Versteh mal, was die Hürden sind, bei dem Kunden dein Permanent Make-up zu kaufen. Du fällst also gleich in den Raum hinein und sagst so, ich habe jetzt Permanent Make-up, bitte lieber Kunde, buche deinen Termin für 300, 400 oder 600 Euro. Das ist Quatsch, das wird nicht funktionieren, weil erstmal das Vertrauen bei dem Kunden noch nicht hoch genug ist, dass er dir vertraut, sich unter deine Nadel zu legen. So, das ist der erste Punkt. Dann kommt der Punkt, Geld invest. Ja, zu der heutigen Zeit ist natürlich so eine 3-stellige Summe immer für einen Kunden auch nochmal eine Hürde einzusteigen. Dann kommt eben auch der Trust in dich als Beginner. Deswegen solltest du diese Punkte unbedingt beachten. Erstens, fokussiere dich nicht auf die Zielgruppe Permanent Make-up verkaufen, sondern fokussiere dich darauf, zum Beispiel Augenbrauen-Setting zu machen, ein Augenbrauen-Henna-Setting. Du kannst hier eine Behandlung anbieten, die ähnlich ist wie Permanent Make-up, nicht dauerhaft, aber semi-dauerhaft, ein Henna-Augenbrauen. Die Kundin kann es erst 6 bis 8 Wochen tragen. Sie hat nicht so einen großen Zeitinvest. Dadurch hast du diese Schwelle schon mal bei der Kundin ausradiert und vor allem kannst du immer geil upsellen in der Behandlung von der Henna-Behandlung. Also wenn du eine Henna-Behandlung machst, dann kannst du die Kundin das erste, das zweite Mal dran lassen. Und spätestens beim dritten Mal kannst du sagen, liebe Kundin, wenn dir das gefällt und du keinen Bock hast, immer wieder zu kommen, hey, ich kann auch Augenbrauen, die 3, 4 Jahre halten, nämlich mit Permanent Make-up, dann klärst du sie natürlich auf. In meinen Schulungen gibt es das immer, dass du dann natürlich auch noch so einen kleinen Gesprächsleitfaden bekommst, wie du dieses Upsell machst, damit da nichts schief geht. Dann ist es ja auch so, dass dadurch einfach die Kunden Vertrauen bekommen. A, Augenbrauen gut aussehen, dass B, du Augenbrauen symmetrisch herstellen kannst und C, dass du diejenige Person bist, die sie schon versteht. Also dann wiederum ergo, dass Geld bei dir ausgegeben werden kann, du vertrauenswürdig genug bist und eben nicht in so einem Modellsuchmodus bist. Ja, das ist der nächste Punkt, an dem viele am Anfang scheitern. Die kommen aus der Schulung raus und fangen dann erstmal an und machen einen dicken Post über Modelle gesucht. Es ist auch völlig blöd, weil Modelle gesucht, was sagt das eigentlich zwischen den Zeilen aus, dass du das noch nicht kannst und üben musst?
auch bescheuert. Wenn du aus einer Schulung kommst, dann kannst du vielleicht das Ganze ein bisschen anders framen. Dann bist du ja schon fertig, brauchst vielleicht nur noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Selbstsicherheit, aber kannst das Fach schon. Das ist wie beim Autofahren. Dann fang nicht an, das A hinten drin in der Rückschutzscheibe zu haben, sondern geh nach vorne, sei mutig und verkauf dich nicht als Modelle gesucht, sondern du kannst höchstens sagen, ich suche Prüfungsarbeiten oder Bildarbeiten dafür, dass du als Rechtfertigung A, einen besonderen Preis anbieten kannst, B, vielleicht auch noch nicht so schnell bist und C, nochmal eine Nacharbeit notwendig ist. Nacharbeiten sind ja sowieso immer notwendig. Deswegen hast du darin ja schon mal eine Safety-Instanz eingebaut und deswegen ist es dann noch nicht mehr so wild oder schlimm. Also das ist auch etwas, was unbedingt ja gemacht werden muss. Das ist also dein Punkt, an dem du wirklich nicht scheitern darfst. Und dann darfst du dich nicht als kleines Trottellieschen hinstellen, dass du das vielleicht noch nicht kannst, sondern dass du es kannst und vielleicht noch ein bisschen Sicherheit brauchst oder Fotomaterial brauchst. Fotomaterial. Das ist übrigens auch noch etwas, was viele am Anfang nicht haben, weil sie ja noch keine Arbeiten haben. Aber dann tun sie etwas, was völlig hirnrissig ist. Sie nehmen sich Stockfotos oder noch schlimmer in der Branche, dann klaut ihr euch das Foto von irgendeinem Instagram-Profil und macht damit irgendwelchen Retuschen euer Logo rein. Bullshit. Lasst das. A, nicht nur strafrechtlich verfolgbar. Also wenn dir da einer an den Kahn pinkeln will, der schafft das echt aus dem Stegreif. Und B, hast du das Vertrauen deines Kunden so missbraucht, dass der dir nie wieder aus der Hand frisst, in Anführungsstrichen, ja? Sondern schau einfach, dass du dort einfach deine Übungseinheiten immer in die Story mit raufnimmst, so dass du einfach anfängst, auch deine Hairstrokes zu filmen, deine Schattierungen, deine Pixelarbeiten zu filmen, so dass du einfach bei dem Kunden Trust erzeugst. Ja, und wenn es eben noch keine Fotos gibt, dann fragst du eben deine Trainerin, ob sie dir mögliche Fotos zur Verfügung stellen kann, die aus dem Training selbst ja stammen. Und das ist ja schon deine Arbeit. Also von daher hast du dieses Bildproblem nicht. Hör auf, irgendwelche Stockfotos zu nehmen, die zu tausendfach von anderen auch schon benutzt werden. Und hör vor allem auf, irgendwelche Kollegen zu beklauen. Das ist unter der Gürtellinie. Das macht man nicht. Und wenn du all diese Punkte berücksichtigst, vom Marketing bis zum Üben, dann kriegst du super schnell deine PS auf die Straße und brauchst nicht 4 Jahre lang, bis du dieses Bambuspflänzchen gießen musst, um das es dann wächst. So habe ich das immer in meinen Schulungen als Auftakt gesagt. Wenn du aber bestimmte Dinge berücksichtigst, die du beim Permanent Make-up installieren in deinem Studio hier, dann hast du schnell und in den 3 Monaten Zeit wirklich schon die ersten Kunden, die darüber erzählen, dass es bei dir gut ist. Und das Thema Weiterempfehlung habe ich dir schon mal in einem anderen Video erklärt, wie das geht. Kannst du dir hier nochmal anschauen. Ich lege den Link da rein. Deswegen schau dir einfach an, dass du Permanent Make-up in deinem Business installierst. Denn du verkaufst deine Zeit zu höheren Preisen. Es ist einfach viel lukrativer und du musst nicht ständig gebückt bei der Fußpflege rumlaufen. Und ich mag Fußpflege, wirklich. Die kriegen jedes Mal viel Trinkgeld von mir. Wenn du durch dieses Video Mut gefasst hast, dich an dieses Themenfeld ranzuwagen, dann hinterlass mir hier ein Like, abonniere den Kanal, denn da kommt noch viel mehr. Und vor allem, wenn du hier eine Kollegin kennst, die das Thema in die Schublade geschoben hat, leite ihr dieses Video weiter, damit sie endlich mehr Geld aus ihrer Zeit rausholt. Bis dahin, deine Angela, dein Trainer for Beauty. Für Business. Nee, das war nicht gut. Warte.